Herzlich willkommen zu meinem Fall gerade eben und noch nicht Marsch. Wir sammeln heute Holz ein. Ich danke allen fürs Zuschauen. Abonnieren, liken. Ja, und so weiter. Ne? Ich denke mal so. Auf, ich habe nichts vergessen. Wenn ihr Kommentare habt, einfach reinschreiben. Ratschläge, Anregungen, Kritik. Haben wir gern gesehen. Rein damit. Ja, ansonsten weiter schauen, ne? Ist kein Muss, aber schön ist es, ne? Wenn man sieht entsprechend die Klickzahlen, dann ist es schon mal schön zu sehen. So, jetzt fahren wir zum unserem Sägewerk. Natürlich mit größter Vorsicht. Dann fahren wir die jungen Bäume wieder um, ne? Dass die ersten Jahr nichts haben können, also ja, kein Schaden, ne? Sonst knicken die normalerweise weg. Der ist, müsste man einige Hackschnitzel holen, aber gut, fürs für unsere Hackschnitzelfabrik noch nicht. Da machen wir den Stroh, da werden wir Stroh machen hier. Guck, ein bisschen warm, ich gerade aufstanden, getrunken. Hitzeausbruch hier. Ich habe die Heizung schon wieder ausgemacht. Draußen ist wieder so warm geworden. Plus 6 Grad. Ja, Wahnsinn. Ich wollte gerade sagen, wo soll ich meine Silageball hin? Da oben sind sie. So, ich hoffe, ich werde alles verstehen. LKW höre ich aktuell nicht. Eitrecke geht auch nicht. Das ist im Grunde nicht so gut. Aber mit der Maus geht es auch nicht. Aber egal, wollen wir mal hinkriegen. Ne? Wo sieht man der kurz aus einstecken? Dann geht das wieder. Windmühle, die keiner haben will. Energiewende. Ja. Können sich die Grünen von zu Hause vor der Haustür hinstellen. Bei der eigenen Haustür vor allen Dingen, nicht vor anderen. So, hier bin ich jetzt neugierig. Das Ding links ist ja neu. Ist das hier nicht gedacht für Holz? Ja. So. Nee. Wofür ist das denn gedacht? Keine Ahnung. Laden wir wieder auf. Habe ich nicht alles gesehen in seiner Livestream. Naja, mir verfehlt mir auch die Zeit dazu, das kommt dann noch dazu. Das ist ja das eigentliche Problem, man hat schlichtweg keine Zeit. Deko kann es ja nicht sein, das ist ja auch noch ein bisschen markiert, ne? Also. Einer noch runter. So, fahren wir nicht rein. Ja, dann noch mit, das ist gut. Jetzt kann man da wieder sehen, das Lager füllt sich. Die beiden Stämme sind neu. Dann kommt ein dritter hinzu. Und deswegen sage ich ja, das ist ja im Grunde egal, was wir anliefern. Hauptsache es sind Bäume. Und Baumproduktion, naja. Bin ich eher kein Freund davon, weil ja das irgendwie nicht so realistisch ist, wenn man aus Paletten und Diesel Bäume machen könnte. Nee, da bin ich eher nicht dafür. Schluck auf, Cola, Kohlensäure. Bitte schön. Ob ihr habt nichts gehört. Ansonsten Entschuldigung dafür. Aber ich habe versucht leise zu rauszulassen.
ist gar nicht so einfach. Wenn man alleine ist, ist das im Prinzip egal, ne? Aber wenn eine Kamera dabei ist oder ein Ton aufgezeichnet wird, ne, ist das nicht so gerade, naja, nicht gesellschaftskonform, ne? Schlechtes Benehmen, das ist noch nicht so. So. Ja, heute mal Holz fahren, ne? Und dann haben wir 13:54 Uhr, mal sehen, wie die Zeit vergeht. Wie viel Zeit wir pro Folge überhaupt schaffen, dann müssen wir mal gucken. Natürlich ist jetzt nicht relevant, weil ich ja im Prinzip nicht bei Null geguckt habe. Jedes Stück Holz ist wichtig, auch das kleine. Ich meine, sonst hätte ich es irgendwann nachher zum Hackschnitzel gemacht. Kein Thema. Nicht quer, der Wursche. Das gefällt mir nicht. Wenn das oben gewesen wäre, wäre es egal. Aber der Höhe ist blöd. Die nächsten Bäume sind dann auch quer und das ist dann schlecht. Die Stumpen muss ich entfernen, ne? Also müsste man rechts nehmen, ne? Machen wir jetzt die Straße frei und dann fahren wir die beiden langen Hoschis, die hier am längsten hier. Das ist schön lang. So, jetzt weiß ich nicht mehr genau, ob er angeschaltet oder ausgeschaltet ist. Wenn man quer mag er nicht so sehr. Nehmen wir den nächsten halt. Wenn eine Holzbank stammt im rechten Winkel zum LKW, ist es irgendwie ungünstig. Aber so festgestellt. Also genau die richtige Länge, die wir haben. So, nehmen wir links. Und fahren wir jetzt im Wald rein. Ne? Also, was immer Wald war. Ich merke gerade, meine Lippe platzt wieder auf. Trockene Luft ist nicht gut. Jo, das ist schon mal ganz gut. Wir nur deaktivieren. Mal schauen, dass wir hier reinkommen, ohne dass wir jetzt irgendwo auffliegen. Hat ja wieder jemand zu hoch abgesägt, ne? Ja. Wer war das? Nicht da. Hat sich krank gemeldet. Der Schlingel, ja. Ja, ich weiß, um Fahren aufladen ist immer ungünstig. Aber wenn man vorwärts fährt, geht es einigermaßen. Dann fährt ein bisschen nach hinten. Ansonsten. Umgekehrt ist es dann nicht zu empfehlen. Dann heißt das meistens wieder abladen. Die paar wollte ich noch nehmen, aber mitnehmen. Ganz klein werde ich fräsen, wenn ich da rankomme. Später. Das werden wir jetzt nicht quälen. Oh. Das ist auch meist. Das ist, glaube ich, das andere Feld, wo wir vielleicht im Blickfeld haben. Wäre so schön, ne? Wenn wir schön Mais machen könnten, Silage, richtig Geld verdienen. Ich habe gesehen, dass einer mit der Maus im da. Maus nicht mit der so ein Teil, das man für Rüben hatte. Das Ganze mit der aufgeladen, die ganze Garage. Ich habe ja vor, eigentlich mit der Fräse zu arbeiten. Aber erst muss die Garage gemacht werden, ne? Touringkarte wird begonnen. Also das ist wenn ihr die Folge am Freitag seht, also jetzt die jetzt noch kommt,
dann werdet ihr sehen, dass dann zum Wochenende die Folgen entsprechend richtig losgeht. Das geht dann für mich dann im Prinzip laut meinem Zeitplan morgen los. Feld Nummer 38, Vormerken, alles Mais. Das will ich mit Kursplay machen. Anfangs mache ich dasselbe, die erste Reihe. So, dann ist er jetzt voll. Müssen wir irgendwie rauskommen. So, B, L. Das heißt, Aufladen beenden. Sonst komme ich sauvoll an und da kippt er mir am Ende um. So, jetzt geht's zurück zum Sägewerk. Ruhig und gemütlich, ohne umzufallen an Möglichkeit. Radlader haben wir aktuell, glaube ich, nicht zum Aufrichten. Bis ein Schild hat Kollision. So, kommt ein LKW hören, ne? Ja, die Maschine auch unterschiedlich laut, das ist ein bisschen schwierig einzustellen. Aber irgendwo kriegen wir das hin. Im Grunde kann man hier zu vieles machen, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Man müsste aber eigentlich noch Kühe kaufen normalerweise, wenn ich so überlege. Wir haben noch zu wenig Kühe. Wir kriegen nicht genug Milch raus. Standdinge heute. Also. So, wir fahren, wo geht's hin? Das ist typisch. Immer irgendwo verkehren. Ne? Mal gucken hier die drei Dinger da hinten oder vier. Das mal haben wir ja richtig große Balken bei und lange. So schön, ne? Füllt sich langsam. Sollen wir gleich mal gucken. Produktion anschalten wäre ganz gut. Man kann es auch im Menü machen. Säge macht keine Geräusche. So. So, Spanplatte und OBS-Platte. Das werden wir auch produzieren. Und das müssen wir noch kurz anschalten. Bretterpaletten. Da. Spanplatte. Da. Hackschnitzel. Brauchen wir nicht. Die wollen wir nicht produzieren, das wäre Quatsch. Da können wir lieber aus. Der Hackschlüssel brauchen wir nicht definitiv. Also eigentlich ist das Quatsch normalerweise. Hackschlüssel müsste eigentlich von vorne reingehen, weil irgendwo hast du ja immer Abfälle. So. Gucken hier rein. Nix. Die Tür nicht auf. So, jetzt produzieren wir zumindest die ersten. Ja, dann können wir das morgen wieder ein bisschen verkaufen. Ich weiß, es ist ein Haufen Arbeit, aber wenn es animiert ist, ist auch schön, ne? Was ist das hier für ein Feld? Was kommt hier rein? Junge, erzähl mir das mal. Muss ich mal schauen. Ob da irgendwo mal was verpasst habe im Livestream. Produktionsvorstellung. Ob ich das schaffe. Oder ist es für mich ein Parkplatz?
Nee, eher nicht, aber. So, man. Geht immer noch nicht attacken, das ist schlecht. Mal ganz kurz aktivieren. Dann muss ich mal kurz in den Chaos gucken. Ach, die Folge ist eh gleich zu Ende. Machen wir in der Folge nicht mehr. Mache ich dann in der kurzen Pause. Vollgas, Vollgas. Ja. Das war's für heute wieder. Ich möchte allen danken zum Zuschauen. Oder fürs Zuschauen oder so. Ich danke mal allen Abonnenten, allen Frischen, die immer kommentieren. Erster und zweiter geht auch okay. Wäre ich bei vielen, das so geschrieben wird. Ich bin persönlich nicht dafür, dass man das nur so machen sollte. Aber ist besser wie Müll, ne? So, dieser Baum auf Piep. Dann sage ich Tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Hoffe, wir hören und sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Tschüss.